So Leute, soll ich sagen, weiß gar nicht, wie ich das Video überhaupt machen soll. Ja, willkommen auf meinem Twitch-Kanal, / meinem YouTube-Kanal. Nicht live, das hat nur noch nicht aktualisiert. Ja, es wird eine große Veränderung geben auf meinem Kanal, denn ich habe gemerkt, seit dem gestrigen Tag, das Stream im Allgemeinen macht mir halt einfach viel, 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 viel mehr Spaß, als YouTube-Videos zu machen. Es geht nicht nur mir so, das geht vielen, glaube ich mal so. Auch viele Gamer werden, denke ich mal, so ähnlich auf zu sprechen sein. Und ich habe mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich naja, vorwiegend eigentlich jetzt nur noch streamen möchte. Mag auch einfach dieses Live-Sein, das Interagieren mit seinen Zuschauern, also das einfach das Zocken und das nebenbei das Aufzeichnen des Streams. Ich werde das allerdings auch so machen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache ja, kann das euch ja momentan, ich kann das euch einfach mal zeigen. Ich mache ja momentan zum Beispiel hier GTA Battlegrounds oder League of Legends habe ich jetzt angefangen. Cube World wird heute starten. Und andere Spiele werde ich im Stream spielen. Und werde dann die Highlights, man kann ja Highlights, kann man ja erstellen, herunterladen und dann auf YouTube veröffentlichen. Das heißt, ihr werdet nicht wirklich kürzer treten. Das ist nur für mich im Allgemeinen halt einfach ja, besser, schöner, ne? Ich werde auf YouTube und auf Twitch streamen. Ich werde beides machen auf beiden Plattformen und möchte das erstmal durchziehen. Ja, Videos werden ja trotz alledem auf YouTube kommen. Ja, allerdings, ihr seht's ja. Ihr seht es, ihr seht ja, ich spiele mittlerweile, hab das jetzt getestet, spiele jetzt hier auch etwas neuere Games. Zum Beispiel Battlefront mache ich mal wieder. Apex oder COD Mobile, normale Call of Duty wird dann auch noch Let's Played werden. Und ja, letztendlich hat für mich oder generell hat ja Gaming bzw. die Let's Plays, die haben auf YouTube halt einfach überhaupt keinen Stellenwert mehr, keine Zukunft mehr. Geht alles mehr und mehr den Bach runter. Ja, das kannst du mit 2012, 13, 11 oder 10 gar nicht mehr vergleichen. Das ist was komplett anderes. Wir haben nur noch Fernsehsender auf YouTube. YouTube ist allgemein, hat sehr nachgelassen. Da möchte ich mich gerne auch mal ein bisschen für den distanzieren. Ich habe lange durchgehalten. Ich werde natürlich auch mal weiterhin auf YouTube was machen. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Gerade YouTube ist halt einfach in meinen Augen echt scheiße geworden. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Twitch gefällt mir wesentlich mehr. Ich war nie wirklich Twitch-Fan, aber mittlerweile mag ich Twitch wirklich mehr als YouTube. Ist leider so. Wir gehen jetzt mal einfach mal auf Gaming, auf YouTube und sehen, okay, hier ist halt einfach nur Bullshit. Luca spielt wieder mal Goat Simulator. Ja, du hast hier übelst viele Fortnite- und FIFA-Videos. Ja, Fortnite und hier nochmal ein bisschen Minecraft oder so. Aber im Grunde genommen ist auf ein paar vereinzelte Spiele oder Videos hast du wirklich, hast du hier echt nur noch Bullshit. Das Einzige, was man hier sich zum Beispiel so geben kann, das ist hier von Keystrovers, von GameStar, von Hand of Blood, ja. Und ich weiß nicht. Der Rest juckt mich überhaupt nicht. Der Rest interessiert mich nicht. So ist zum Beispiel wie Arrive oder Luca. Abschaum einfach nur. Paluten geht immer noch fit, der ist also total sympath und Standard-Skill mögen ja so viele. Ich kann mir den nicht angucken. GLP, ja. Kann man sich geben. Einer der wenigen, die seinen Erfolg auch verdient haben, so. Ja, das sind die Trends. Ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Kacke. Ja. Das sind die Trends der Gaming, ja. Des Games. Auf YouTube. Aber Haufen Müll. So. Genau. Das soll es gewesen sein eigentlich jetzt hier.
dem Video. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mich auf Twitch folgen. Und da werde ich dann regelmäßig alles machen. YouTube wird nur so beiläufig irgendwie Highlights rausgeschnitten. Ja, das ist mein Entschluss. Und inwieweit ihr das jetzt gut oder schlecht findet, aber ich find's gut. Ich find's gut. Das wird's gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.